Der berühmte Wurzelsatz von Vieta hilft uns dabei zu überprüfen, ob die Lösung einer quadratischen Gleichung, die wir ermittelt haben, korrekt ist. Was sagt der Wurzelsatz von Vieta aus? Ich habe ihn hier mal hingeschrieben. Der Satz sagt Folgendes aus: Für die Lösung x1 und x2 der quadratischen Gleichung x² plus px plus q gleich 0 gilt x1 plus x2 gleich minus p und x1 mal x2 gleich q. Wenn wir also die Lösung dieser quadratischen Gleichung multiplizieren miteinander, erhalten wir gerade den Wert von q. Und wenn wir die beiden Werte addieren, beiden Lösungen addieren, erhalten wir gerade den negativen Wert von p. Der Beweis erfolgt sofort. Hier steht x² plus px plus q gleich 0. Nach der PQ-Formel erhalten wir die Lösungen x gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Wir schreiben also x1 gleich minus p halbe plus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q und x2 gleich minus p halbe minus Wurzel p halbe zum Quadrat minus q. Es gilt dann, x1 plus x2 ist gleich minus p halbe plus Wurzel p halbe zum Quadrat minus q plus minus p halbe minus Wurzel p halbe zum Quadrat minus q. Und jetzt sieht man, diese beiden Wurzeln heben sich hier raus. Hier steht ja einmal plus die Wurzel, einmal minus die Wurzel, sodass wir diese beiden Wurzeln hier streichen können. Und es bleibt über minus p halbe plus minus p halbe. Und dann zusammengefasst, minus p halbe plus minus p halbe ist minus p halbe minus p halbe ist gleich minus p. x1 mal x2 ist minus p halbe plus Wurzel p halbe zum Quadrat minus q mal minus p halbe minus Wurzel p halbe zum Quadrat minus q. Und hier können wir die dritte binomische Formel anwenden. Das ist ja a plus b mal a minus b. Und das ist ja a Quadrat minus b Quadrat nach der dritten binomischen Formel. Also a Quadrat, sprich minus b halbe zum Quadrat, minus b Quadrat, sprich diese Wurzel hier zum Quadrat. Wir können minus b halbe zum Quadrat jetzt ausquadrieren zu p Quadrat Viertel. Und diese Wurzel hier ausquadrieren zu p halbe zum Quadrat minus q, aber p halbe zum Quadrat ist ja auch p Quadrat Viertel, sodass wir erhalten p Quadrat Viertel minus p Quadrat Viertel minus q in Klammern. Jetzt können wir die Minus da mal auflösen, dann bleibt hier über p Quadrat Viertel minus p Quadrat Viertel plus q, also p Quadrat Viertel und p Quadrat Viertel heben sich heraus und es bleibt q über, fertig sind wir. Wir können noch zwei Beispiele bringen. x² minus 10x minus 39 gleich 0. Wir erhalten mit Hilfe der PQ-Formel die Lösung minus 3 und 13. Und hier sieht man schnell, minus 3 mal 13 ergibt minus 39. Und minus 3 plus 13 ergibt 10, was der negative Wert von minus 10 ist. Zweites Beispiel, x² minus 10x plus 21 gleich 0. Wir erhalten x1 gleich 3 und x2 gleich 7 als Lösung. 3 mal 7 ist 21 und 3 plus 7 ist plus 10, ist wieder das Negative zu minus 10. Übrigens gilt dies ja auch, wenn die beiden Lösungen x1 und x2 übereinstimmen, dann erhalten wir den Spezialfall, dass diese Wurzel hier 0 ist und wir haben die beiden Lösungen minus p halbe und minus p halbe. Das ist aber ein und dieselbe Lösung. Und dann gilt natürlich auch, minus p halbe minus p halbe ist minus p, also x1 plus x2 gleich minus p und x1 mal x2 ist gleich q, weil p halbe zum Quadrat ist ja dann dasselbe wie q, weil ja p halbe zum Quadrat minus q gleich 0 ist und dann steht auch das da. Wer möchte, kann diesen Spezialfall sich einmal genau auf Papier aufschreiben und überprüfen, ob er verstanden wurde.